Ich möchte jetzt zu einem sehr wichtigen Programmpunkt kommen, zu einem Herrn, den ich jetzt vorstellen möchte. Und zwar geht es jetzt um eine Rede von Herrn Ahmad Rahmani. Er gehört zu den renommierten und europaweit bekannten islamischen Denkern und Referenten. In Frankreich zu Hause hat er bereits in den letzten 20 Jahren oder auch mehr sehr viel Aufklärungsarbeit über den Islam gegenüber Muslimen und Nichtmuslimen geleistet. Begrüßen Sie jetzt mit mir den Denker und Redner Sheikh Ahmad Rahmani. Er wird in seiner Muttersprache referieren und es wird unmittelbar auch eine Übersetzung in deutscher Sprache geben durch Herrn Imad Mohsen. Nochmal Applaus für Herrn Ahmad Rahmani. Im Namen Gottes des Alabamas, des Barmherzigen. Ich werde versuchen, diese gesegneten, leuchtenden Worte von unserem Bruder Sheikh Ahmad Rahmani zu übersetzen. Zunächst einmal begrüßt er alle Anwesenden mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dann bedankt er sich bei den Organisatoren für diese Einladung. Er fühlt sich geehrt, diese Einladung Folge leisten zu dürfen. Und er beglückwünscht alle hier Anwesenden zu diesem gesegneten Fest. Und er beglückwünscht aber auch gleichzeitig die Organisatoren für dieses wunderschöne Motto, einander verstehen, aufeinander zugehen, welches aufbaut auf den Koranvers, welches darauf hinweist, dass wir aus verschiedenen Stämmen und Völkern entstammen, um einander kennenzulernen. Wenn wir über diesen Koranvers nachsinnen und nachdenken, so trägt dieses Motto bzw. dieser Koranvers ein Gesetz, ein Prinzip. Es ist das Gesetz und das Prinzip der Verschiedenheit. Das Universum ist auf dieses Prinzip der Verschiedenheit aufgebaut. Beispielsweise, wenn wir uns die Natur betrachten, so finden wir beispielsweise auf der Erde eine Vielfalt. Schnee, Gebirge, Meere. Die Natur in sich ist verschiedenartig und vielfältig. Genauso ist es mit den Völkern und Stämmen auf dieser Erde. Sie sind ebenfalls so verschiedenartig und vielfältig wie die Natur, in ihrer Hautfarbe, in ihrer Sprache, aber auch in ihrer Mentalität. Daraus sollten wir entnehmen und verstehen, dass Verschiedenheit ein göttliches Gesetz ist. Wir sollten es verstehen als ein göttlicher Wille. Gott, der Erhabene, möchte diese Vielfalt und Verschiedenheit und wir müssen tiefer darüber nachsinnen, um den Sinn hinter dieser Verschiedenheit zu erkennen. Wenn wir dieses Gesetz versuchen zu ändern, das Gesetz der Verschiedenheit, so wird das Universum gefährdet dadurch. Beispielsweise die Gefahren und die Auswirkungen auf die Umwelt, die wir in unserer heutigen Zeit erleben, beispielsweise die stetige Vergrößerung des Ozonlochs und derartige Katastrophen, die auf uns zukommen. Und dies geschieht wodurch? Durch den Einfluss und den Eingriff des Menschen in diese Gesetzmäßigkeit, die Gott, der Erhabene, in der Natur hinterlassen hat. Und jeder Eingriff hinterlässt negative Ergebnisse. Wer diese Verschiedenheit, diese göttliche Verschiedenheit nicht akzeptiert und versucht, auf Ebene der Menschen und der Völker seine Kultur und seine Mentalität anderen aufzwingen, der wirkt gegen dem Gesetz der göttlichen Verschiedenheit. Und das führt natürlich dazu, dass Ungerechtigkeit auf Erden herrscht, denn mit welchem Recht darf eine bestimmte Gruppe von Menschen, ein Volk, seine Sprache, seine Mentalität, sein Glaube anderen aufzwingen? Das ist in keinster Weise im Sinne von unserem Herrn Gott, dem Erhabenen. Das Ergebnis, beziehungsweise die Botschaft, zu der ich kommen möchte, ist es, den anderen zu akzeptieren, zu würdigen. Und das ist keineswegs eine gespielte Sache. Im Gegenteil, das ist ein Teil unseres Glaubens. Es gehört zu unseren Glaubensgrundzügen, Andersdenkende und Andersglaubende zu respektieren und zu würdigen. Der andere, dem ist die Wahl gegeben, Dinge anzunehmen oder sie abzulehnen. Aber ich muss seine Entscheidung respektieren. Man verwendet oft den Begriff, er sagte im Französischen Toleranz, im Deutschen sagen wir auch Toleranz. Und dieser Begriff trifft die Sache nicht so ganz. Das ist so, als würde man den anderen irgendwie nicht ganz akzeptieren, aber man sagt sich, okay, ich enthalte mich der Sache, nur um den anderen in Frieden zu lassen. Nein, das Verhalten gegenüber den anderen ist eine Anerkennung des göttlichen Gesetzes. So sieht das der Glaube und der Gläubige, denn diese Sache der Verschiedenheit ist eine von Gott gegebene Sache. Man muss den anderen akzeptieren und wenn er auch nicht unseren Glauben trägt, den Islam, so sind wir doch Geschwister in der Menschheit.
Und das ist das, was uns vereint. Wir sind alle Menschen und wir sind Geschwister in der Menschheit und wir sollten darauf streben, einander kennenzulernen. Und diese Sache des einander Kennenlernens und aufeinander Zugehens braucht keineswegs irgendwelche Gesetze oder Abkommen. Es ist eine Sache, die einen festen Glauben braucht von uns und sie gehört zu unserem festen Glauben. Einander kennenzulernen ist ein langer und ein langwieriger Prozess. Es bedarf täglicher Arbeit und Aufopferung. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir es anstreben, diese Idee des einander Kennenlernens und aufeinander Zugehens aufzubauen und in der Gesellschaft zu festigen und zu verbreiten. Und wir sollten endlich aus der Sichtweise, dass wir eine Minderheit sind, heraustreten und in die Position treten, dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind. Und natürlich gibt es Vorurteile, keineswegs. Und der Mensch ist der Feind dessen, was er nicht kennt. Wir müssen diese Vorurteile bekämpfen. Wir müssen gegen diesen Vorurteilen entgegenwirken durch unsere täglichen Bemühungen und durch unsere Verhaltensweise. Wir sollten Schritte auf den anderen zugehen, denn das einander kennenlernen ist, wie gesagt, eine göttliche Sache. Und die Frage, die sich stellt, meine lieben Geschwister, was ist mein Anteil daran, dieses göttliche Gesetz in die Tat umzusetzen? Wir sollten Andersdenkende akzeptieren, respektieren und würdigen und durch unser tägliches Verhalten ein Beispiel und ein Vorbild bieten in der Gesellschaft. Und wir müssen aus der Position der Schwäche in die Position der Stärke, der aktiven Teilnahme uns bewegen, um etwas bewirken zu können. Und wir sind Träger einer Botschaft. Und das dürfen wir keineswegs vergessen. Wir sind die Träger einer Botschaft, die für den Menschen bestimmt ist. Ob er diese Botschaft annimmt oder nicht, er wird so oder so mit dieser Botschaft glücklich werden. Denn diese Botschaft beglückt denjenigen, der sie annimmt und akzeptiert, und beglückt denjenigen, der sie auch nicht annimmt. Ich sage meine Worte und bitte Gott um Vergebung. Er ist allvergebend, allverzeihend. Vielen Dank an die Übersetzung von Herrn Jönat Mohsin. Wir danken Ihnen für diese wertvollen Worte und hoffen, dass Sie lange die Gesundheit behalten, uns mit Ihrer Weisheit zu bereichern. Dankeschön.